Am Hauptbahnhof hat der 29-jährige Chris sein Quartier. Er lebt von Pfandflaschen und Spenden. Meine Lebenssituation ist momentan Problematik, weil ich lebe auf der Straße. Ohne Geld, ohne Zuschuss vom Staat, ohne Hilfe. Wie kam es dazu? Durch die JVA, durch meinen Aufenthalt in der JVA. Warum warst du in der JVA? Weil ich schwarz gefahren bin, einen Diebstahl begangen habe und unerlaubt Marihuana dabei gehabt habe. Was machst du, um in München eine Wohnung zu bekommen? Also ich gehe zum Wohnungsamt und melde mich obdachlos. Und dann kann ich auch in Obdachlosenheim gehen oder so, was jetzt nicht so geklappt hat. Aber da kann man nicht schlafen. Das wär die Bayern-Kaserne. Aber die ist schlimm, das sind 26 Mann-Zellen. Die Betten wackeln und da sind nur Säufer und Junkies. Und wo schläfst du jetzt konkret, die nächste Nacht? Na, S-Bahn-Station. S-Bahn-Station? Ja. Ist das safe? Also kannst du da bleiben? Ja, das ist noch safe, ja. Bis mich die Sicherheit ertappt hat. Und dann gehe ich wieder ins Einkaufszentrum. Also jetzt gehen wir da zu dem Marienplatz. Müssen wir aber gehen. Weil sonst kommen die hier. Das sind meine Feinde. Wie reagiert die Polizei in München? Immer mehr und mehr. Also es gehört, dass der Herr Söder gesagt hat, er will noch mehr Polizei als eh schon da. Noch mehr Kontrolle. Chris führt ein tägliches Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungshütern. Die Bänke im S-Bahnhof sind so gestaltet, dass man nicht liegen kann. Hier schläfst du. Ja, genau. Aber immerhin, es ist trocken und halbwegs warm. Aber laut. Kann man hier überhaupt schlafen, wenn die Züge kommen? Ja, um 12:45 ist Schluss, für 3 Stunden. Bis um 4:45, dann fährt hier gar nichts. Und wenn man dann schläft, dann hat man Glück, dass man bis 6:30, 7 schlafen kann. Und dann geht der Tag los. Was hast du so beobachtet? Hat es jetzt zugenommen mit den Obdachlosen während der Corona-Zeit? Ja, definitiv. Wir haben viel, viel mehr Obdachlose als vor 5 Jahren ungefähr. Viel mehr. Gerade in München explodieren die Wohnkosten. Jedes Jahr verlassen 100.000 Menschen die Stadt. Viele, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können. Es gibt viele Leute hier, die obdachlos sind. Viele. Hier zum Beispiel. Ja, gesehen habe ich ihn schon ein paar Mal hier. Immer nachts hier. Ganze Familien kampieren auf den Bürgersteigen Münchens. Nicht wenige kommen aus dem EU-Ausland auf der Suche nach Arbeit und Lohn. Ausgerechnet in eine Stadt, in der der Wohnraum immer knapper wird. Um 68% stiegen die Mieten in München seit 2010. Damit liegt München auf Platz 2 der Städte mit den am schnellsten steigenden Mieten. Spitzenreiter ist Berlin. Um 112% stiegen die Mieten hier in den letzten 10 Jahren. In der Hauptstadt sind Obdachlose tägliche Realität. Doch anders als in München werden sie hier nicht aus dem Stadtbild verdrängt. Die dritte Station der Reise durchs obdachlosen Deutschland ist Leipzig, die am schnellsten wachsende Stadt des Landes. Seit 15 Jahren lebt Christel hier. In der Fußgängerzone schnort sie um Geld. Das war hier mal mein erster Standort, wo ich gesessen habe. Jetzt aber nicht mehr sitzen darf, weil Rewe das nicht mehr möchte. Also muss ich jetzt ein Stückchen höher. Ja, ich habe einen großen Haufen Schulden. Hm. Ne? Also einen richtigen Berg Schulden. Ne? Und viel bleibt von meinem Hartz IV nicht mehr übrig. Also versuche ich irgendwie noch mit ein bisschen, was ich kriege. Ist ja nicht immer viel. Ich gehe ja auch nicht jeden Tag. Und ich gehe ja auch im Prinzip nicht aktiv schnurren. Ich setze mich einfach nur hin. Natürlich muss ich mir auch negative Sachen anhören. Ne? Sitzen und bunte Haare und
geh doch arbeiten. Ja, manchmal muss ich mir halt eben auch solche Sprüche anhören. Ne? Also ich habe jahrelang schwer gearbeitet. Ich habe auf Landwirtschaft gelernt, habe jahrelang im Stall gearbeitet. Dann bin ich ja in die Stadt gezogen, also hierher gezogen. Habe dann angefangen, alles mal auszuprobieren. Ich bin in die Küche gegangen, ich bin als Reinigungskraft gegangen. Ich bin dann, und dann wollte ich mal was anderes machen und habe mich dann als Zimmermädchen beworben und war dann ein ganzes Jahr auf Jüst in der Nordsee. Das ist mein Laube. Ne? Diese Laube am Stadtrand von Leipzig ist ihr Zufluchtsort, seit Christel vor Jahren ihre Wohnung verlor. 2014 bin ich obdachlos geworden. Ich hatte eine WG, oder wir hatten eine WG mit 3 Mitbewohnern. Der erste fing an mit Mietschulden, dann zog der zweite hinterher mit Mietschulden. Ich kriegte meine Miete vom Arbeitsamt, hatte keine Mietschulden, aber wir standen alle auf einem Mietvertrag und dann hieß es raus. Das geht Ihnen noch nahe, ja? Natürlich, weil mein ganzes persönliches Zeug alles weg ist. Wenn man darüber redet, dann kommt es einem noch mal hoch, weil meine ganzen persönlichen Sachen, die ganzen Erinnerungen von den Kindern und alles, das ist ja alles weg. Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggucken. 2 Kinder hat Christel. Einen erwachsenen, gesundheitlich angeschlagenen Sohn. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich hab's geschafft. Und eine Tochter. Zu ihr gibt es nur sporadisch Kontakt. Frauen entwickeln eher als Männer Strategien beim Verlust von Wohnraum. Nicht wenige finden Unterschlupf bei Männern. Sexuelle Leistungen gegen Obdach. Ein oft entwürdigender Deal. In Deutschland sind 27% der Obdachlosen Frauen. Bei den unter 30-Jährigen sogar 33%. Tendenz steigend. Christels Gartenwohnung ist winzig. Die hat 13 Quadrat oder 12. Das ist schon ziemlich eng hier, ja? Wie gesagt, für mich alleine reicht das. Ne? Weil wenn ich hier schlafe, dann hast du bis hier das Bett. Und dann hast du hier so eine kleine Liegeoase, sag ich mal, in dem Sinne. Ne, das brauche ich jetzt mal nicht. Genau. Eigentlich, mein ganzes Leben bin ich nur gewandert. Oder nie richtig irgendwo heimisch gefühlt. Nie. Weil meine Eltern sind frühzeitig gestorben. Als meine Mutter gestorben ist, war ich knappe 14. Und nie richtig irgendwo ein Zuhause gehabt. Heim. Oder Werkhof. Mit Werkhof ist der Jugendwerkhof, eine extrem strenge Heimunterbringung zu DDR-Zeiten gemeint. Dort lebt Christel, bis sie 18 ist. Die psychischen Spuren trägt sie bis heute. In Deutschland haben rund 80% aller obdachlosen Menschen ein Suchtproblem. Bei 2/3 der Betroffenen ist es der Alkohol. Neben Alkohol werden harte Drogen konsumiert. Heroin, Crystal oder Crack. Für den obdachlosen Chris kommt das nicht in Frage. Er sagt, er halte sich fern von der Münchner Drogenszene. Lange Zeit ist der Hauptbahnhof Marktplatz für Drogen. Von dort wird die Szene in den letzten Jahren zurückgedrängt, in die Tunnel und kaum benutzten Unterführungen nördlich des Hauptbahnhofs. Oben die Welt der Reisenden, unten die Junkies. Viele der Süchtigen hier sind obdachlos und nicht wenige auch gewaltbereit, erzählt Chris. Da halte ich auch Abstand davon, das ist gefährlich hier in München. Das ist sehr gefährlich. Ja, da sind ja, obdachlose Junkies, die nichts mehr zu verlieren haben und. Da halte ich mich eher
fern von solchen Leuten. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Die Nächte werden kälter. Jetzt bist du ein Dreivierteljahr draußen. Sozusagen, ja. Und der Winter steht vor der Tür. Wo wirst du den verbringen? Höchstwahrscheinlich auch hier. Da muss ich mir noch mal neue Klamotten holen. Von Obdachlosenzentren. Und was heißt hier? Hier auf der Straße? Ja, ja, hier gibt's viel Hilfe in München eigentlich. St. Bonifaz, Caritas. Die geben da schon mal einen Pulli oder eine Jacke oder eine Hose oder Schuhe oder Socken. Und eine Dusche. Chris kommt aus einem guten Elternhaus, berichtet er. Noch immer legt er Wert auf Markenklamotten. Die findet er mit etwas Glück in Spendenkisten. Weil er nicht heruntergekommen wirkt, fällt er selten auf. So kann er auch die Nächte in der Münchner Innenstadt verbringen. München gilt als eine der reichsten Städte Deutschlands. Und genau das wird zu einem Problem. Nämlich dann, wenn der Wohlstand ungleich verteilt ist und bezahlbarer Wohnraum fehlt. Die vielen Gutverdiener sind willens und in der Lage, immer höhere Mieten zu zahlen. In Leipzig verbringt auch Christel die Tage auf der Straße. Wie ihre derzeitige Wohnsituation ist und ob sie den Winter in der Laube verbringen wird, will sie nicht verraten. Christel leidet nicht unter Einsamkeit. Sie sucht Gesellschaft, indem sie sich kümmert. Sie versorgt Menschen, denen es schlechter geht als ihr selbst. Ihr Spitzname in der Szene ist Mottchen. Hi, René. Gleich, warte. Ich will mal mein Fahrrad abstellen. Warte. Erstmal hallo. Hi, Benni. Ja. Ich gebe auch noch was ab, ja. Ich gebe von meinem Schnurgeld was ab. Ne? Und ich gebe auch Tabak oder Zigaretten, wenn ich welche habe, gebe ich immer noch mal ab. Solange wie ich habe, kann ich geben, aber ich sage immer, wer gibt mir was, wenn ich was brauche? Keiner, weil keiner was hat. Aber ich bin halt eben anders. Anderen Obdachlosen begegnet sie mit einer Mischung aus Mitleid und Unverständnis. Das ist scheiße. Ich habe es nie richtig erfahren, so auf der Straße zu sitzen. Weil, wie gesagt, durch den Garten. Und ich habe ja immer ein Dach über den Kopf gehabt. Auch wenn ich keine Wohnung habe, aber ein Dach über den Kopf. Ne? Ist anders, als wenn man hier unter dem Bahnhof pennen muss. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, sich irgendwo was zu suchen oder unterzukommen. Gerade jetzt im Winter. Ne? Wir haben als Frauen haben wir halt eben auch die Frauenunterkünfte. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber ich habe die nie genutzt, weil wie gesagt, durch den Garten brauchte ich das halt eben nicht. Deutsche Obdachlose haben Anspruch auf menschenwürdige Unterbringung. Zuständig sind die Kommunen. Doch was ist mit den vielen obdachlosen Ausländern? In Berlin sollen 50% aller Menschen, die auf der Straße schlafen, aus Osteuropa kommen. Deren rechtliche Ansprüche sind weiter ungeklärt.